In diesem Video erfahren Sie, wie man zwei Dokumente miteinander vergleichen kann und wie Ihnen Word die Änderungen anzeigt. Dafür öffnen Sie sich ein leeres Dokument und gehen auf die Registerkarte Überprüfen. Und Sie sehen, Sie haben hier eine Gruppe, die heißt Vergleichen. Und Sie haben hier die Möglichkeit, zwei Versionen vergleichen zu lassen. Da wird dann als erstes gefragt nach dem Originaldokument. Das hieß bei mir Inhalt. Und dann habe ich ein überarbeitetes Dokument, das hieß bei mir Vergleichen. Die Änderungen werden gekennzeichnet mit dem Autor Training, das ist okay, erweitert. Hier kann ich noch sagen, was verglichen werden soll und was nicht verglichen werden soll und wie die Änderungen angezeigt werden sollen im Originaldokument, in dem überarbeiteten Dokument oder Standardeinstellung ist in einem neuen Dokument. Okay, ich kann das wieder reduzieren, sage okay. Jetzt dauert es einen kleinen Moment und Sie sehen, Word vergleicht tatsächlich diese beiden Dateien, nämlich das verglichene Dokument, das Originaldokument und das überarbeitete Dokument, das heißt einmal Inhalt und einmal vergleichen. Die werden Ihnen hier angezeigt und was Word feststellt, zeigt er Ihnen hier durch rote Markierungen an. Und das Schöne an der Sache ist, Sie können hier raufklicken und automatisch springt Word an die Stelle, wo sich etwas verändert hat. Ja, Sie sehen, der Cursor bewegt sich. Hier ist überall nichts verändert. Wir gucken mal. Sie sehen, Sie können hier überall raufklicken, wo etwas eingefügt worden ist und er springt immer automatisch an die Stelle. Und Sie können so das Word-Dokument vergleichen.